So Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Drakensang und jetzt müssen wir Zwerge kloppen, die einen sehr hohen RS haben. Ja, oh ja. Gut, das sind die ersten. Immer mal ein Quick Save. Wahnsinnige Wache. Oh mein Gott, die haben sogar 10 mehr, als ich dachte. Einkreisen. Nein, der Wuchschlag kommt jetzt gegen die. Lass das mal vor Grimm machen. Okay, brüderliche Konflikte dürfte sie eigentlich auch noch gar nicht angreifen, aber... Komm. Compareo. Nimm das! Die haben einen verdammt hohen RS und es sind gleich so viel. Oh mein Gott. Da müssen wir wohl alle auf einen. Und ich, Idiot, habe das Skelett nicht beschwört. Magica. Muss ich halt. Was befehlt ihr? Mein Die Wachen sind wirklich wahnsinnig. So. Wir säbeln auch ganz schön ab. Sekarian. Ja. Okay, du solltest jetzt mal die 3 machen. Mist, er ist umgefallen. Dann mach du sie eben. Okay, gut, jetzt versuchen mal umzuhauen. Weiß nicht, wie brutal das noch wird. Im Schein der Mada. So. Es ist nicht so schwer, aber ein bisschen schon. Fühle mich nicht düs. So, wir haben sie gleich. Lass das mal Vorgrimm machen. Jawohl. Lass dich ja schon machen. Man sollte jetzt Jost helfen. Gleich absäbelt. Wie man es so auf so schön Schweizerdeutsch sagt. Oh, wir sind alle ziemlich am Absäbeln. Naja. Wir sollten uns dringend mal heilen. Dann. Oh mein Gott, da kommen ja noch 2 mehr. Wie viele sind das eigentlich? So, das Skelett hat jetzt die eine Wache gleich kaputt. Okay, die können nicht parieren. Können wir die nehmen? Nein. Gut, dann will ich mal Jost ein bisschen hochheilen. Das Skelett hat noch genug, aber wir müssen warten, bis wir ein wenig mehr Ausdauer haben. Die üben dort schon. Gegen irgendjemanden. Und jetzt hat es Soundfails. Nochmal ein Quickie. Was passiert eigentlich, wenn man auf der einen Seite durchrennt? Das ist eine gescheite Idee. Oh, durchschleichen. Wobei, nein. Ich will es lieber gar nicht versuchen. Ah, die Soundfails kommen von den Typen da vorne, die gerade üben. Na, dann wollen wir sie einfach mal angreifen. Die wahnsinnigen Wachen. So, immer alle auf einen und ich glaube, die 3 ist jetzt, Für Rondra und Farmalor. Ich versuch mein Bestes. So, der sollte jetzt dann gleich tot gehen nach dieser Welle. Zauber, Zauber. Boom. Ja. Okay, gut. Nächster. Jetzt einfach durchreilen. Gelinge im Schein der Mada. Was befehlt ihr? Brecht ihren Widerstand. Kann er so einen töten? Ich hoffe doch. Oh mein Gott, da kommen ja noch mehr. Okay, 33, das war schön. Hat er einen Mal. Bei Rondra.
Hallo, was geht? Mein Ding. Bei meiner Axt. Ist er nur umgehauen? Ja, ich wusste es. Hm. Man merkt immer, wenn diese umgehauen sind. Okay. Jetzt muss ich vielleicht vorkommen einen oben drauf, weil ich weiß nicht, wie lange er das noch aushält. Ich selbst werde irgendwie behakt. Gut, Ralda hat gerade einen fertig gemacht. Gut, Fokrim ist voll healed. Okay, das wäre jetzt pure Verschwendung. Was? Was bitte? Hallo? Ah, okay, ich. Ja, gut, voll einen drauf. Ja. Und du auch nochmal. Dann sollte der dann nämlich abserbellen. Okay, Fokrim wurde umgeworfen. Und Tralda hat ihn umgeworfen. Gut. Das heißt, er hat die hinteren jetzt erledigt. Es sind nur noch die zwei hier vorne. Ist das der? Nein. Aber... was? Oh Mann. Nein, halt hier. Hier. Moment, Leute, Moment. War doch nichts. Cool. So, wir sind, glaube ich, alle ziemlich gut. Gelinge im Schein der Mada. Gut. Nochmal Quick Save. Und dann wollen wir mal loslegen. Hat's da noch welche? Jawohl. Oh, und da ist der König. Der darf uns aber nicht. Okay, gut. Das Skelett. Mal ein Skelett-Duell beobachten. Ja, okay, mit ein wenig Unterstützung, hä? Nimm das! Immer quick saven. Das Spiel kann so nervig sein. Ich will jetzt nicht, dass der König mich angreift, falls ich eine von denen ab. So. Jetzt sollten die eigentlich auch zu mir rennen. Ja, jetzt rennen die zu mir. So, und nochmal das gleiche Prozedere. Okay, das sind jetzt die Elite-Wachen. Ups. Das ist nicht gut. Machen wir mal einen Selbsthilfe. Meine Taktik ist nicht sehr lobenswert, ich weiß. Ja, mach einfach mal. Einkreisen. Oh nein, das ist gar nicht gut. Nimm das. Gut, er hat sich voll healed oder fast. Gut, ich zünd mal einen von denen an. Magica Magica Perturbatio. Okay, das war jetzt ziemlich gegensätzlich. Niemand darf auf den. Jos muss ihn anzünden. Und er hat schon wieder die Hälfte seiner Lebensenergie verloren, also auf dem Boss gegen. Da nehme ich den nicht mit, den Jost. So gut er auch ist in seinen Künsten. Ich weiß. Nein, wobei. Wir brauchen einen Menschenmagier immer in der Gruppe. Das heißt, wir kommen gar nicht um Jost herum. Weil sonst können wir keine Skelette machen, halt. Die Grafik ist verdammt. WoW-mäßig. Hier.
Vielleicht war jetzt das eine sehr unprofessionelle Aussage, weil ich noch nie WoW gespielt habe. Oh mein Gott. Sie gehen wirklich schwer kaputt. Gut, okay. Letzte Quick Save und auch mal kurz einen Schnitt. Ich heile und dann gehen wir an den Boss da, den König.